Hi, liebe VfB-Fans, Grüße aus dem Trainingslager. Wie ihr seht, befinden wir uns hier im ersten Obergeschoss. Und zwar ist es so, weil die Mehrheit der jüngeren Spieler hier sind. Die älteren Spieler, die routinierten Spieler, die sind im zweiten Obergeschoss. Logischerweise das Zimmer der Physiotherapeuten. Und da müssen die älteren Spieler natürlich häufiger als die jüngeren. Und da es oben so aufgeräumt ist, haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal hier ein bisschen um und schauen vielleicht mal ins Zimmer rein. Noch eine kleine Info am Rande für alle, die gestern die Folge gesehen haben. Moishi kam heute mit einem breiten Grinsen aus dem Restaurant zurück. Es gab tatsächlich Maultaschen. Er hat sich sehr darüber gefreut und von daher, lass uns jetzt loslegen. Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. In eins der Zimmer muss ich gleich gehen. Ne, laufen wir mal noch weiter bis zum Ende des Flurs vielleicht. Drei, fünf, ja, probieren wir mal hier unser Glück. Polizei! Basti! Fabi, servus! Ausgerechnet du! Ja, haben wir die richtige Tür erwischt, wie man sieht. Der Basti ist hier. Lässt uns mal rein. Na klar, komm mit rein. Wir haben noch mein Kollege Luca. Auch altbekannt. Ja, also, dass die beiden in dem Zimmer sind, das wundert mich nicht. Kennen sich ja auch schon viele Jahre, die Jungs. Ja, sind gute Jungs, sind ordentliche Jungs, wie man auch sieht. Wobei, da hinten liegt was rum. Aber ansonsten, denke ich mal, haben Sie den Ordnungscheck auf jeden Fall bestanden. Ja, Jungs, kurze Worte vielleicht von euch. Wie läuft es bisher im Trainingslager, Basti? Was sagst du? Ja, bisher macht super Spaß im Trainingslager. Ich denke, wir in der Torwartgruppe haben sowieso extrem viel Bock. Wir haben viel Training, wir haben geile Bedingungen, das Hotel ist super, wir kriegen gutes Essen, wir haben einen geilen Torwarttrainer, wir haben gutes Mannschaftstraining. Es ist für mich auch als Junger wieder geil dabei zu sein, mich präsentieren zu dürfen und ja, da habe ich mir Fabi natürlich auch einen guten Kumpane, von dem ich noch viel lernen kann, der mich doch immer in jedem Training pusht und dass wir da, vor allem auch mit Flo jetzt, mal ein Kollege aus der zweiten Mannschaft, dass wir da ins Limit gehen und uns von der besten Seite präsentieren. Also von mir bisher nur Positives. Weltklasse Aussage, würde ich sagen, kann man so stehen lassen. Was der Basti vor allem gelernt hat, ist, als jüngerer Spieler muss man häufig auch mal Wasserflaschen zum Trainingsplatz bringen, die Bälle hinterherräumen, aber das macht er sehr gut. Und der Nächste, der hier im Zimmer ist, der macht es genauso gut, das ist nämlich der Luca. Luca, von dir auch mal eine kurze Einschätzung, wie läuft es bisher im Trainingslager? Ja, ich würde auch sagen, ganz gut. Wir hatten gestern zwei gute Testspiele, wo sich, glaube ich, jeder zeigen konnte. Wir haben trotzdem noch viel zu tun, hart zu arbeiten bis zum Saisonstart. Heute haben wir ein bisschen freien Tag. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ja, was auf jeden Fall kommen muss, ist, dass hier vielleicht nochmal gelüftet wird. Es ist sehr warm hier, aber die Sonne hat jetzt auch geschienen. Heute den ganzen Tag, gestern auch schon. Das Wetter macht gute Laune. Wir freuen uns natürlich, dass wir morgen wieder auf dem Platz stehen können und hart arbeiten können. Und vor allem die jungen Spieler, die müssen besonders hart arbeiten. Aber wie wir schon gesagt haben, ich kann die jungen Spieler auch wirklich nur loben. Hier geben alle Vollgas. Es macht einfach nur Bock. Und auch die beiden Jungs hier sind super Jungs. Und von daher würde ich sagen, lassen wir die Jungs jetzt auch mal in Ruhe, dass sie sich langsam vorbereiten können auf die nachmittaglichen Aktivitäten. Und ja, in diesem Sinne, Jungs, bleibt stabil. Und bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ja, eine Sache habe ich mich die ganze Zeit schon im Trainingslager gefragt. Und zwar habe ich regelmäßig nachts ein ganz lautes Geräusch gehört. Ich wusste nicht genau, ob es ein Schnarchen ist oder irgendwie eine Lawine oder sonstiges. Jetzt sehe ich aber gerade auf dem Nachttisch von Basti Oropax liegen. Und jetzt natürlich die Frage, Basti, schnarcht der Luca so laut? Weil ich habe es auch schon öfter gehört, mein Zimmer müsste irgendwo hier drüber sein. Und es kann gut sein, dass der Luca es ist. Schnarcht er so laut? Du, da muss ich den Luca tatsächlich in Schutz nehmen, weil ich habe immer ein bisschen Probleme beim Einschlafen. Ich brauche es immer extrem leise. Und deswegen nehme ich immer zum Einschlafen die Oropax. Deswegen hat der Luca bisher Glück gehabt. Ich habe ihn noch nicht erwischt, aber vielleicht kommt der Tag und dafür muss man halt vorbereitet sein. Kann auch gar nicht, weil man einschläft und nach mir aufwacht, deswegen kann das gar nicht sagen. Ja gut, dann hätten wir die Frage geklärt, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, woher das Schnarchen kommt. Aber eine andere Sache ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sie irgendwo versteckt in dem Koffer, habt ihr gar keine Playstation dabei? Nee, wir zwei sind wahrscheinlich eher von der alten Generation. Wir sind abends eher so am Unterhalten, vor allem wir haben uns sehr viel zu erzählen. Kennst du schon seit bestimmt 5-6 Jahren. Wir haben viele Turniere zusammengespielt, hatten geile Erfolge zusammen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir einfach mal so auch wieder quatschen können. Ich bin eh nicht so der Zocker. Ich glaube, Luke ist auch eher so der Basketball-NBA-Schauer. Richtig. Und da ist das Abendprogramm dann eher so gestaltet, anstatt groß zu zocken. Ich verstehe, aber eine Sache, die mich gerade ein bisschen stutzig gemacht hat, dass man mit 20 Jahren davon redet, man ist von der alten Generation. Da fühle ich mich mit meinen 26 jetzt direkt nochmal 10 Jahre älter. Danke dafür. Ja, ansonsten, Jungs, dann habt ihr scheinbar viel zu bequatschen miteinander. Und in diesem Sinne. Machen wir weiter.
Thank you.